Hallo meine Lieben und willkommen finally zu einem neuen Video. Heute gibt es einen kleinen Vlog, denn die liebe Jane B. dreht ein Musikvideo und hat mich gefragt, ob ich für sie Haare und Make-up machen kann. Sie ist normal bei uns im Salon Kundin und von daher hat sich das so ergeben. Deswegen bin ich heute bei meinem ersten richtigen Musikvideodreh. Ja, und ich bin schon sehr gespannt und ich bin etwas aufgeregt. Aber ich denke, wir kriegen das alles ohne Probleme hin. Genau, mein Zeug habe ich schon gepackt. In ein paar Minuten muss ich auch los. Jane macht so Reggae, Hip-Hop, sowas in die Schiene. Ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, weil es nicht so meine Musikrichtung ist. Ihr wisst ja, was ich so höre. Wir machen zwei Make-ups und zwei Frisuren. Übrigens, wenn dieser Vlog online kommt, dann ist das Musikvideo auch schon online. Ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox, beziehungsweise hier oben bei dem i. Könnt ihr gerne mal draufklicken und es euch anschauen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich nehme euch dann mal mit. So, ich bin jetzt bei der Jane angekommen und wir legen dann auch gleich los. Ich habe schon mein ganzes Zeug hier auf den Tisch verteilt. Ja, das könnte witzig werden. So, wir sind jetzt am Ort und ich weiß nicht, Jane, willst du noch mal kurz? Wir haben jetzt das erste Outfit gemacht und wir sind ein bisschen spät dran gewesen, was mir verschuldet war, weil ich wieder zu lange gebraucht habe. Ich bin absolut dran, so tut mir leid. Next time. Genau. Und wir fangen jetzt an mit dem Videodreh. Ich stehe so ein bisschen daneben und guck immer, ob es irgendein Touch-up nötig ist und ja, ich bin gespannt. Mit dem Auto drehen wir. Es wird super cool. Fetter Truck ist das. Hier habe ich mich so ein bisschen eingerichtet. Ja, hier machen wir dann noch das zweite Outfit und Make-up und Haare. Ich bin echt so schlecht darin, Vlogs zu beenden. Ja, der Videodreh ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, ein Outro zu drehen. Unglaublich. Also ich bin schon eher abgehauen, war aber trotzdem erst um 11 zu Hause abends. Also ich verlinke euch das Musikvideo auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox oder beziehungsweise hier oben bei dem i in der Infokarte. Und da könnt ihr es gerne mal auschecken. Das zweite Make-up hatte ich jetzt nicht mitgefilmt oder fotografiert. Ich habe das bei ihr einfach schnell gemacht, das zweite Make-up und die zweite Frisur. Habe dann noch ein bisschen mitgeguckt, aber dann wollte ich irgendwann nicht mehr filmen. Dann bin ich auch schon losgegangen, während sie noch die anderen Szenen gedreht haben. Aber ihr werdet ja im Video sehen, wie das zweite aussah. Das ist ziemlich sexy geworden. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt ganz viele Kommentare. Das hilft mir auf jeden Fall. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um die Videos vom Next Face Awards nicht zu verpassen. Bis dahin, bye bye.